Hallo, liebe Genossen und Genossinnen, gerade angekommen, darf ich schon gleich reden. Ich möchte untersetzen, warum wir uns für eine sozial-ökologische Transformation als Linke aussprechen müssen und warum wir hier gefragt sind. Erstens, es heißt sozial-ökologische Transformation, also vor allen Dingen sozial und dann ökologisch, weil wir sind 100% sozial gerecht und müssen das einbringen. Zweitens, für die ökologische Transformation brauchen wir die soziale Akzeptanz und deswegen haben wir gerade jetzt die Chance, die sozialen Fragen hier nochmal stark einzubringen, weil das Thema gerade oben aufliegt. Nachhaltigkeit darf keine Luxusangelegenheit sein, sondern was, was alle mittragen können. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Mobilität. Es gibt ein Menschenrecht auf Reisefreiheit, aber es gibt kein Menschenrecht auf Fliegen, Kreuzfahrtschifffahrten oder das Auto. Deswegen müssen wir zuerst den ÖPNV ausbauen, damit alle sich bewegen können und dann können wir die Abgaben auf das Auto und das Fliegen fordern. Zweitens Energie. Gewusst, wie spart Energie? Die meisten von euch kennen die Sendung vielleicht noch. Wir müssen erst den Energieverbrauch senken und dann dafür sorgen, dass alles, was über einen gewissen Sockelbetrag verbraucht wird, auch eine entsprechende Besteuerung bekommt, also dass alle, die wenig verbrauchen, also gefördert werden. Ernährung und Landwirtschaft. Öffentliche Speisen sollte unbedingt gefördert werden, also regional, vegan, vegetarisch. Und ich streite mich bis aufs Messer mit euch darum, warum öffentliche Speisen vegan und vegetarisch und nicht fleischlastig sein sollte. Nahrungsmittelverschwendung stoppen. Regionale Weiterverarbeitung aufbauen. Das hat was mit Arbeitsplätzen zu tun. Wir brauchen Logistik und Lagerkapazitäten. Und Ernährungsräte, die die Agrarwende befördern, wo lokale Politiker, Landwirte, Verbraucher, Konsumentinnen, wo alle mit einbezogen sind. Auch das bedingungslose Grundeinkommen wäre ein Beitrag zur sozial-ökologischen Transformation, weil man dann nämlich Zeit für Nachhaltigkeit hätte. Nachhaltigkeit braucht Zeit, um sich zu organisieren. Und das wollen wir auf der einen Seite dafür, dass man sich in der Pflege einbringen kann oder dass man selber wieder reparieren kann oder auch eben sich mit anderen zusammenschließen und was organisieren kann. Und weil wir auch diejenigen sind, die vom Alten das Beste wollen. Also, wir hatten zum Beispiel in der Lausitz nachhaltigen Holzbau. Wir hatten dort eine Glasindustrie, wir haben dort viel Wald und man könnte fördern, dass es dort wieder eine Kreislaufwirtschaft gibt, die dann auch die Identität der Region wieder befördert. Dann sagen die Leute auch leichter Ade Braunkohle. Und außerdem könnten wir uns auch dafür aussprechen, dass der Truppenübungsplatz zum Naturschutzgebiet und Naturpark wird und dem Waldholzbau dann dient und nicht weiter irgendwelchen Panzertruppen, die dort einrücken. Also, warum braucht es uns? Die soziale Ungerechtigkeit schreit zum Himmel, die ökologischen Herausforderungen sind groß, Schuld daran ist der Kapitalismus, ergo der Kapitalismus ist scheiße, wir sind diejenigen, die den Kapitalismus abschaffen wollen, also müssen wir es verbinden. Ob wir das jetzt sozial-ökologische Transformation nennen oder ökologisch-demokratischen Sozialismus, ist mir egal, Hauptsache mehr Rot im Grün, aber mit klarer Kante, sonst wird es braun.